Was außerdem ein Irrsinn ist, ist der Skywalk in Wittenberg. Der reale Irrsinn von Extra 3 NDR mal wieder. Wir wollen wissen, was da los ist und was genau ein Skywalk ist. Also ist das nicht so ein Walk in der Luft? Ich weiß es nicht. Wow, gute Erklärung. Wir gehen da rein und los geht's. Wittenberg, die Lutherstadt. Hier lebt das Mittelalter noch. Und auch der Jugendstil kommt prachtvoll zur Geltung, wie etwa am Luther. Alles klar, Nelmo, schönen Abend dir noch. Danke, dass du dabei warst. Das Gebäude ist von 1888 und zählt nicht zuletzt auch durch die Aula und das große Bild im Inneren zu einem der wertvollsten Denkmäler, die die Lutherstadt Wittenberg vorzuweisen hat. Für 15 Millionen Euro wurde alles denkmalgerecht instand gesetzt. Getreu dem Motto der Stadt Wittenberg: Schön wie nie. Das gesamte Gebäude mit seinem Areal ist so schön wie nie. Absolut, gerade auch auf der Rückseite, wo vor der historischen Fassade etwas gänzlich Neues geschaffen wurde. Das ist ein Skywalk? Das ist eine Brücke. Aber warum geht die Brücke random aus dem Gebäude im Kreis und woanders? Kann man nicht durch das Gebäude durchgehen? Schon Wahnsinn, für was Geld verschwendet wird. Ja, aber... Wir sehen uns bald wieder. Es wird, freut mich, Nemo, freut mich. Als ich vorhin angefangen habe, die Bäume, habe ich mich auch gefragt, was das werden soll. In der Achterbahn. Ja. Nee, das futuristisch anmutende Konstrukt erfüllt einen ganz profanen Nutzen, wie der Landrat als Bauherr erklärt. Das ist der zweite Rettungsweg für das Melanchthon-Gebäude. Bei Schulen, gerade über mehrere Etagen, müssen sie innerhalb kurzer Zeit evakuieren können. Und da ist zusätzlich zum ersten Rettungsweg, das ist das normale Treppenhaus, der zweite Rettungsweg notwendig. Und den baut man für gewöhnlich außerhalb an. Für gewöhnlich außerhalb und hier eben außergewöhnlich auffällig. Der noch nicht ganz fertige Rettungsweg hat daher auch einen besonderen Namen bekommen. Bei fachlichen Austauschen reden wir immer noch über den zweiten Rettungsweg. Und das ist aber auch der Skywalk in Wittenberg. Ah, Skywalk. Ja, das passt für einen Science-Fiction-Film. Und für die zukunftsgerichteten Skywalker in Wittenberg. Die Optik, die hier für 450.000 Euro geschaffen wurde, begeistert. Also mich begeistert das so gar nicht. Keine Ahnung. Das ist ja furchtbar. Die hatte ich nicht gesehen. Und wo geht es da runter zum Boden? Ja, das ist auch so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Die ist ja noch nicht fertig, also sie führt ja noch gar nicht zu Boden. Und warum muss man das Skywalk nennen? Kann man das nicht irgendwie Himmelsgang nennen? Oder Himmelsgang, ne? Himmelsspaziergang, Himmels... Irgendwie sowas. Oder Luftschreite. Ne, von Schreiten, wisst ihr, was ich meine? Luftschreite. Das fehlt noch. Da waren noch Absperrbänder. Ja, ne? Also es fehlt halt noch ein Stück. Die Hälfte vom Geld ging bestimmt an den Architekten. Garantiert. Hätte da nicht nochmal eine normale Treppe gereicht? Eigentlich hätte eine normale Treppe gereicht. Die können an den Pfeilern runterrutschen. Oder mit so einem Fallschirm runterspringen. Warum keine Rutschen? Dann wäre die Flucht wenigstens spaßig. Und schnell und effizient. Und schönen guten Abend, ihr Archer. Ich hoffe, du hattest einen guten Start in die Woche. Wie bei der Feuerwehr. Ja, wie bei den Ghostbusters, Crowdy, ne? Also ich finde das auf jeden Fall nicht so schön. Wie sieht denn das aus? Zu dem Gebäudestil passt meiner Meinung nach nicht diese gewaltige Stahlkonstruktion aus Grundmaterial oder Rohren. Ich frage mich auch, ob da nicht was anderes gepasst hätte, aber... Die zweite Variante war eine einfache Stahlkonstruktion. Das hätte aber zu einer erheblichen Verschattung geführt. Innen verschatten geht gar nicht. Lieber außen Also, ich habe ein großes Problem mit diesem Design, denn es sieht für mich wirklich aus wie ein Baustellengerüst. Mal davon ab, dass es rund ist, ja, mag sein, aber ich muss die ganze Zeit an Baustellengerüste denken, die an diesem Gebäude dran stehen. Wie der Kölner Dom momentan, da ist ja auch alles noch voll, weil die da am Restaurieren sind. Da sieht man ja nichts vom Gebäude, sondern nur dieses Gerüst. Also daran erinnert mich das gerade ganz, ganz stark. Die hätten das aus Holz machen müssen. Ja, genau, aus Holz. Ne? Eine Feuertreppe aus Holz. Ergibt Sinn. Momentan. Ja, momentan. Ist das nicht so noch?
Ich war schon länger nicht in Köln. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt einfach noch nicht fertig sind. Ne? Meine Theorie ist der Denkmalschutz. Da darf man ja dann innen nicht wirklich Veränderungen machen. Ja, ergibt Sinn. Dann gibt es da kein Baugerüst. Ja, ist halt Kalkstein, ne? Und porös und so. Ah. Schönern. Wittenberg ist nun mal die Stadt der Wagemutigen. Zu sowas gehört auch immer ein bisschen Mut dazu, eben nicht nur immer Standard zu machen. Früher war es Luther mit seinen mutigen 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche. Heute ist es der Landkreis mit seinem einzigartigen Skywalk. Das ist verschandet. Es ist für mich ist es verschandet, Leute. Also mir gefällt's nicht. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und lasst natürlich Liebe beim Originalvideo da. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.